Hallo und herzlich willkommen. Tabellen sind in Word ein sehr vielseitiges Werkzeug. Man kann natürlich damit tabellarische Daten darstellen, wie zum Beispiel einen Stundenplan. Man kann sie aber auch dazu benutzen, das Layout einer Seite zu gestalten, also die Anordnung der einzelnen Elemente auf der Seite und der Abstand dazwischen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du damit arbeiten kannst. Ich habe hier ein leeres Word-Dokument. Bevor ich etwas darin mache, werde ich es erstmal speichern. Das sollte immer der erste Schritt sein, den du tust. Denn wenn du viele Dinge in dem Dokument veränderst und es nicht speicherst, kann es dir immer passieren, dass die Veränderungen verloren gehen, weil du versehentlich das Dokument schließt oder weil Word abstürzt oder irgendwas anderes passiert. Also immer am Anfang zunächst mal speichern. Um nun eine Tabelle in Word einzufügen, setzen wir den Cursor an die Stelle, wo die Tabelle hin soll und gehen dann auf das Menü Einfügen. Hier gibt es den Button Tabelle. Natürlich kann es sein, dass in deiner Word-Version das etwas anders aussieht. Ich habe hier die Mac-Version. In der Windows-Version sieht vielleicht der Button etwas anders aus. Oder wenn du eine andere Word-Version hast, die vielleicht etwas älter oder etwas neuer ist als meine, kann sie sich auch leicht anders gestalten. In diesem Fall kannst du zum Beispiel die Hilfe benutzen oder im Netz recherchieren, wie diese Funktion dort genau funktioniert. Tipps dazu gibt auch das Video Computerprobleme selbst lösen. Ich gehe jetzt also hier auf den Button Tabelle einfügen und habe nun ein Raster, um auszuwählen, wie viele Kästchen eingefügt werden sollen. Ich klicke drauf und schon werden die Anzahl der Kästchen eingefügt. Ich möchte in diesem Fall einen einfachen Stundenplan gestalten und kann jetzt nun den Text eintragen. In einer Tabelle gibt es einmal Zeilen, das ist diese Anordnung hier, und Spalten, das ist diese Richtung. Ein einzelnes Kästchen einer Tabelle heißt Tabellenzelle. Ich merke nun also, dass ich eine Spalte zu wenig habe. Ich kann dann nun den Cursor in die letzte Spalte setzen und einen Rechtsklick machen und dann gibt es hier Einfügen, Spalten. Und zwar nach links oder nach rechts, ich möchte sie nach rechts haben. Kriege eine zusätzliche Spalte. Das gleiche geht mit Zeilen auch. Ich kann auch wieder in die letzte Zeile gehen, einen Rechtsklick machen, Einfügen, Zeilen oberhalb oder unterhalb, ich möchte sie unterhalb. Noch einfacher geht es auf eine andere Art. Ich kann nämlich den Cursor in die letzte rechte untere Zelle setzen und dann die Tab-Taste drücken. Dann kriege ich eine neue Zeile. Mit der Tab-Taste kann ich durch die Zellen hüpfen. Mit Tab, wenn ich wieder in der letzten angelangt bin, wird wieder eine neue Zeile erstellt. Wenn ich Shift-Tab drücke, kann ich auch zurückhüpfen. So kann ich also ganz schnell zwischen den einzelnen Tabellenzellen hin und her springen. Nun merke ich, dass die letzte Spalte etwas schmaler ist als die anderen. Das möchte ich gerne beheben. Ich markiere also alle Spalten, die gleich breit werden sollen und sehe nun, dass ich hier zwei Zusatzmenüs habe, die mit der Tabelle zu tun haben. Ich gehe auf Layout und dann gibt es hier verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Einmal Zeilen verteilen und einmal Spalten verteilen. Ich möchte die Spalten verteilen und klicke hier drauf. Nun sind alle fünf Spalten gleich breit geworden. Mein Stundenplan ist etwas niedrig, die Zellen sind sehr niedrig. Deswegen benutze ich hier diesen Anfasser in der rechten unteren Ecke und kann nun die ganze Tabelle größer ziehen, wobei dann alle Zeilen gleichmäßig höher gemacht werden. Ich kann jetzt also mal anfangen, meine Fächer einzutragen. Und denke mir nun, dass es vielleicht schön wäre, wenn die Wörter nicht oben in der Zelle hängen würden, sondern jeweils in der Mitte stehen. Ich markiere also wieder alle Zellen, bei denen das so sein soll und gehe hier auf den Button Ausrichtung. Wähle linksbündig und in der Mitte. Damit stehen nun alle Wörter genau in der Mitte, sind aber immer noch linksbündig. Auch andere Formatierungen kann ich ganz normal vornehmen, wie ich es von Word kenne. Zum Beispiel hier diese Kopfzeile fett machen. Oder wenn ich hier die Stunden eintrage, dass ich sage, ich möchte die vielleicht zentriert haben.
Alles, was ich sonst an Formatierungen machen kann, kann ich auch in Word, kann ich auch in Tabellen machen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine Zeile zu viel, gehe ich wieder in diese Zeile, mache einen Rechtsklick, sage Zellen löschen und kann jetzt nun sagen, nach links verschieben, nach oben verschieben oder ganze Zeile löschen. Ich möchte die ganze Zeile löschen. Ich möchte nun einzelne Zeilen oder Spalten etwas mehr hervorheben, zum Beispiel die Kopfzeile hier. Dazu markiere ich alle Zellen, die ich hervorheben möchte, gehe hier auf Tabellenentwurf und kann zum Beispiel sagen Schattierung und dann eine Farbe auswählen. Ich möchte das in einen leicht grauen Hintergrund gestalten und genauso für diese erste Spalte hier. Wenn ich dieselbe Farbe verwenden will, dann muss ich nicht nochmal neu dieses Menü aufklappen, sondern klicke einfach nochmal drauf und die Farbe ist ausgewählt. Das gleiche kann ich hier zum Beispiel in dieser Zeile machen. Nun möchte ich aber zum Beispiel, dass das ein schöner Gelbton wird für die Mittagspause und dann habe ich hier einen Gelbton. Im Video über Tabstops haben wir einen Steckbrief erstellt und diesen mit Hilfe von Tabstops oder der Tabulator-Taste gestaltet. Das gleiche ginge auch mit Tabellen. Ich füge jetzt also hier wieder eine Tabelle ein. Und kann nun genauso den Steckbrief gestalten. Das ist jetzt natürlich noch nicht sehr elegant. Vor allem möchte ich eigentlich diese Rahmenlinie nicht sichtbar haben. Ich kann also zunächst mal das Ganze etwas eleganter machen, indem ich den Wörtern mehr Platz gebe. Ich packe also wieder diesen Anfasser hier in der rechten unteren Ecke und ziehe das Ganze etwas auseinander. Außerdem kann ich das hier ein bisschen nach drüben holen. Ich kann also einfach die Spaltenbegrenzungen hier anfassen und sie nach rechts und links schieben, um die Spalte breiter oder schmaler zu machen. Das mache ich hier fett. Und jetzt stören mich immer noch diese Rahmenlinien. Eigentlich möchte ich die gar nicht sichtbar haben. Dazu markiere ich also dann die ganze Tabelle und wechsle hier auf Tabellenentwurf und kann hier nun verschiedene Rahmen einstellen. Die Standardeinstellung wäre hier eine durchgezogene Linie. Ich möchte allerdings überhaupt keinen Rand haben. Dazu wähle ich jetzt keinen Rand aus. Es hat sich allerdings noch nichts verändert, denn ich muss zunächst noch sagen, welche Linien diese Einstellung übernehmen sollen. Dazu wähle ich diese Schaltfläche hier und sage alle Rahmenlinien. Und in diesem Moment werden alle Rahmenlinien ausgeblendet. Das Problem ist natürlich jetzt, dass ich selber die Rahmenlinien auch nicht mehr erkenne und unter Umständen nicht mehr weiß, wo die Tabellenzelle endet. Dazu kann ich auf Layout wechseln und sagen Gitternetzlinien anzeigen. Dann sehe ich beim Bearbeiten die Gitternetzlinien sehr wohl. Im Ausdruck werden sie allerdings nicht erscheinen. Ich könnte nun aber zum Beispiel sagen, ich möchte jeweils die waagrechten Linien doch sichtbar haben, aber nicht durchgezogen, sondern gepunktet, aber die senkrechten nicht. Dazu würde ich nun also wieder alles markieren, gehe wieder auf Tabellenentwurf, suche mir die gepunktete Linie aus und sage, ich möchte die unten haben, ich möchte die oben haben und ich möchte sie jeweils in der Mitte haben, also zwischen zwei Zellen. So. Zur Verdeutlichung schalte ich die Gitternetzlinie nochmal aus und dann sehen wir, dass wir einen recht eleganten Steckbrief haben, der nun mit schönen, dünnen, gepunkteten Linien gestaltet ist. Ich mache jetzt auch wieder nochmal die Ausrichtung etwas anders, dass das schön in der Mitte steht. Und so kann ich zum Beispiel eben ein Dokument auch gestalten, damit ich gewisse Wörter in einer Spalte ausrichten kann, ohne dafür Tabstops zu verwenden. Es gibt noch viele weitere Funktionen mit Tabellen in Word. So kann man zum Beispiel mehrere Zellen zu einer verbinden. Oder den Text in einer Zelle kippen, sodass er auf die linke Seite gekippt steht oder auf die rechte Seite gekippt. Probiere diese Funktion doch einmal aus.
Wenn du nicht weiterkommst, benutze die Hilfe von Word oder recherchiere im Netz mit den entsprechenden Stichworten nach den Funktionen. Hilfe dazu findest du im Video Computerprobleme selbst lösen. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg.